Wie kommt der Senat eigentlich auf die Idee, nach den Erfahrungen, die wir in dieser Stadt mit Privatisierungen gemacht haben, die Erfahrungen, die wir gemacht haben mit den Krankenhäusern, die Erfahrung, die Herr Dressel gemacht hat im Zusammenhang mit dem Verkauf wichtiger Gebäude, die Erfahrung mit dem Rückkauf der Netze. Warum kommt der Senat auf die Idee, dass die Privatisierung von großen Anteilen der HALA ein guter Weg sein könnte? Wie schwer ist es, wenn etwas privatisiert worden ist, das wieder zurückzubekommen in die Stadt? Die Linke lehnt dementsprechend diesen Verkauf ab. Wir haben größte Bedenken gegen den Anteilseigner MSC und halten das Agieren des Senats für schlichtweg naiv, wenn nicht sogar gefährlich für die Stadt.